Hier hämmert irgendwas. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das da vorne sieht mir aus nach einem Genstrang von Ostkorb. Kann ich da vorbeigehen oder ist der... Oh, der ist herzhaft untödlich. Was ist das denn? Zieht die mir irgendwas ab oder ist die einfach nur cool, die Wand? Mir scheint nur so ein Röntgengerät zu sein. Geil! Scheiße. Röntgengerät hin oder her, ich muss durch dieses Türchen gehen. That was knapp. Was ist das denn? Kenn ich dich? Es hat Boom gemacht. Achso, hier geht's weiter. Au! Das hat gezwirbelt. Rache, 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 Rache. Vor die Disco-Kugel hier. Yeah! Disco, Spider-Man! Spidey Disco! Ich höre schon auf. Nein! Ich wollte gerade fragen, was passiert eigentlich, wenn man zerquetscht wird von so einem Türchen. Aber offenbar wird man gar nicht zerquetscht, sondern... Was zum war das? Nein! Alter! Hätte ich eben mal nicht so einen Blödsinn gemacht. Okay, das war wieder nix. Nein! Komm schon! Oh. Ich bin durch. Das war ja einfach. Da oben ist wieder so ein Spinner an der Decke. Was zum Geier ist jetzt passiert? Das war sehr dumm. Okay, wir merken uns, wir dürfen nicht in dieses Ding rein. Denn es ist dezent tödlich. Das heißt tödlich. Es ist sehr zeitraubend. Ich weiß gar nicht, will ich hier überhaupt schon abspeichern? Aber ich mach's einfach mal. Wer weiß, wo ich gleich lande. In Säure oder so ein Zeug. Au! Genau mit sowas habe ich nämlich gerechnet. Gibst du Energie? Nö. Warum nicht? Aber immerhin, mein Spinnensinn hat gesagt, Gefahr, und er hatte recht. Muss ich jetzt tauchen oder ist das nur blau? Vor allem war das unfair. Aua, 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 aua. Ihr wollt mich doch verkübeln. Hä? Wo hab ich denn das Leben her? Na, wahrscheinlich von dem Roboter gerade. Oh. Na. Warte! Das mache ich nochmal. Ihr wisst ja Zeit und so. So, du Pissmücke. Na, schießt mir gleich wieder einen ins Gesicht?
Gesicht. Gesicht. Plupp. So, erst nach oben, jetzt wieder nach unten. Erst nach unten, jetzt wieder nach oben. Na, ihr wisst schon. Wow. Okay, warum ist die Tür jetzt aufgegangen? Das weiß keiner. Ist mir aber im Prinzip auch egal. Der Heilige Gral, der Heilige Gral. Ewige Jugend. Alter. Ich weiß, du bist aufgeregt, aber jetzt mach. Geht doch. So, jetzt darfst du fallen. Du darfst fallen. Fall endlich. Du Fallus. Ja, so langsam komme ich klar auf den Dingern. Und nur so ein bisschen. Alter. Ich will da rein. Ich komme da rein. Siehste? Zum Glück gibt es hier weder unendlich Netz noch. Uah. So, was machst du denn jetzt, du Depp, hä? 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 Pass auf. Dir mache ich alle. Da kann er gar nichts gegen machen. Ich netze ihn einfach weg. Ohne Verluste. Musst du auch erstmal machen. Endkampf? Ich wette Endkampf. Endkampf! Ich bin ein Laster. Komm zurück. Sonst werfe ich mir Papierkügelchen. Hey! Kobold. Und zwar der einzig wahre Kobold. Wo sind die ganzen Hobgoblins hin? Die heißen Gnome. Du englisch sprechender Deutscher, du. Und ich bin der grüne Gnome. Ach, in der Ära sind wir jetzt. Nö, du bist trotzdem der grüne Kobold. Nein, ich muss der grüne Gnome sein, damit das die Leute verwirrt, die im Jahr 2002 ins Kino gehen und sich den Spider-Man-Film mit dem grünen Kobold ansehen. Es wird alle verwirren. Hä? Ja, ich war damals verwirrt, weil ich nur den grünen Gnome kannte aus der Zeichentrickserie. Ist bestimmt wichtig, was die da gerade labern. Blabla, aufhalten, blabla, Spider-Man, blabla, Kobold, blabla, Norman, sei ruhig. Ich habe einen coolen Gleiter. Auf dem Gleiter will ich fliegen. Ich lasse die Texte übrigens durchlaufen, falls sie wirklich irgendwer übersetzen will. Es ist ein Ende. Na! Ah! Oh nö. Der fliegt jetzt echt? Wie soll ich den bitte von der Decke holen? Ich hasse Luftkämpfe. Ah ja, das war meine Chance und ich habe sie verpeilt. Der Kampf wird einige Jahre in Anspruch nehmen, Leute. Einige. Vor allem, wenn die Framerate dabei so in den Keller geht, wie hier gerade. Wahrscheinlich ist das Spiel deswegen nur in Japan rausgekommen, weil es total inperformant ist. Aber ich finde es trotzdem geiler als die letzten Spiele. Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Performance hin oder her. So, jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn am Schlawiner gehabt. Verdammt. Jump Kick! Jump Kick! Jump Kick! Ich muss ihn wieder von hinten nehmen. Das war bisher das Beste. Kann er mal Energie abwerfen anstatt dieser Bomben? Ich wäre ihm sehr verbunden. Aua! Das war nicht von hinten. Das wäre meine Chance gewesen. Ah, immer die Gegner auf ihren Fluggefährten. Au! Das scheint voll schwach zu sein dafür, dass er der Kobold ist. Ein Glück, sonst wäre ich so ziemlich im Arsch jetzt. Ja, 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 nein! Komm zurück! Schwing anders auf! Ja, okay. Aber jetzt machen wir ihn fertig. Pass auf.
Tja. Kolomanda! Wow! Kriegst mich nicht? Aua, er hat mich gekriegt. Aber ich wollte doch den ersten Schlag landen. Komm zurück, Gorbi. Hey. Koblöd. Grüner Gnom. Grinch. Oh, echt ein Weihnachtsspecial mit dem grünen Kobold als Grinch. Ka! Au. Das Verhältnis unserer Schläge ist nicht ausgeglichen. Ich glaube, das kann ich gleich nochmal machen. Oh, vor allem verstehe ich nicht, warum der teilweise echt wirklich nicht aus dem Knick kommt. Oh, ich mach's nochmal. Sorry. Immerhin hatte ich diesmal den ersten Schlag. Au. Wir kommen gerade an einen Punkt, wo das Spiel wirklich träge reagiert. Ich weiß nicht, ob es für euch auch rüberkommt, wie langsam das hier gerade alles ist. Pass mal auf, ich drücke jetzt. Jetzt. Sprung. Sprung. Ich sagte Sprung, Alter. Sprung. Also ich fand die hinter ihm gehen Taktik immer noch am besten. Die hat wenigstens funktioniert. Die lässt sich nur nicht umsetzen, ist das Problem. Wäre ich mal nicht gesprungen, hätte ich ihn jetzt. Au. Komm. Bevor er abhaut, Fuck. Ja, komm. Nicht in die Bomben. Bombe böse. Böse Bombe. Aua. Und hepp. Man muss ihn vorhersehen. Kommt er von links oder rechts? Er kommt von da, wo man sich erwartet. Ich bin so im Eimer. Ich habe gerade echt das Bedürfnis zu speichern, um die Meter von diesen beiden 25 Mal zu üben. Ich muss ihn nur noch einmal in die Mangel kriegen. Einmal noch. Aber er ist schlau, der Typ. Der ist oben. Da, wo ich ihn nicht kriege. Ich mache ihn im Prinzip selber fertig, indem ich ihn dauernd auf die Rübe springe. Ein letzter Treffer noch. Und da bin ich im Arsch. Oh, jetzt wird's final. Wieder auf den letzten Schiss. Alter, war das spannend. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ihr auch involviert seid, emotional. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Oh, Passwort Osborne. Schon fast eine Stunde aufgenommen. Na, okay, eine Dreiviertel, wenn ich den Punkt am Anfang da mitzähle. Ja, geil. Was sagt Jameson dazu? Noch nichts. Erstmal sagt Spider-Man eine Menge dazu. Boah, ey, das war ganz schön knapp. Hast du das gesehen? Der Typ, der mich gerade steuert, ist voll der Lamer. Ohne diese ganzen Zeitboni und unendlich Zeug und so wären wir schon längst kaputt. Ey, wir hätten voll keine Leben mehr. Lässt sich viel zu viel Zeit für sämtliche Level. Der Kommentator war wütend und J. Jonah Jameson sagte, Spider-Man, Bedrohung.